Logbuch 110763. Die Erforschung der umliegenden Systeme durch die Corponations brachte keine andere Lebensform zutage, sondern nur die Ruinen einer lang vergangenen Zivilisation und die technologischen Artefakte ihrer Bezwinger, den Hedeth. Die Menschheit machte sich diese zunutze und entwickelte daraus Systeme wie die Combots und meine Overseer-Technologie. Die drei größten Corponations der Erde, Rimtech, Milagro und Neuropa, gingen eine Allianz ein, um diese Alien-Technologie zu suchen. Schließlich entdeckten ihre Flotten das Epsilon-Andromeda-System und die vielen Hedoth-Städten auf den dazugehörigen Planeten. Zahlreiche Forschungsteams wurden ausgesandt, immer in der Hoffnung, den größten Fund zu machen. Funktionsfähige Hedoth-Technologie. Ein solcher Fund wäre gleichbedeutend mit Reichtum und Macht in unvorstellbarer Größe. Aber mit zunehmender Habgier nahm der Wunsch nach Zusammenarbeit ab und die Allianz brach auseinander. Der Krieg zwischen den Corporations begann mit drei Brüdern, Mitgliedern eines Rimtech-Forschungsteams. Stefan Angeles, der gerade seine Ausbildung zum Combot-Piloten abgeschlossen hatte. Jonas Angeles, dem mittleren Bruder. Und dem ältesten Diego Angeles, dem Leiter des Forschungsteams Echo 2. Okay, Team, Standard-Suchverfahren, also los! Jonas, können wir den Hedeth-Combo zum Beamen an unsere Basis benutzen? Okay, bin schon dabei! Wow! Ich stecke fest! Verdammt, Jonas! Wo bist du da reingeraten? Irgendetwas ist defekt! Hilf mir da raus! Treffen! Ohne Unterstützung! Basis! Wir brauchen Unterstützung! Wir brauchen! Diego, ich kann keine Verbindung bekommen! Overseer, können wir einen Notruf absetzen? Negativ. Die Wachdrohne blockiert alle Beamfrequenzen. Dann sind wir allein. Inkorrekt. Eine Gruppe von Milagro Skyhawks ist im Anflug. Wohl nicht, um uns zu helfen. Negativ. Ihre Flugbahn deutet auf ein Bombardieren des gesamten Sektors hin. Jonas, wirf deinen Arm ab. Wir müssen hier sofort weg. Ich bin freigekommen. Was zum... Stefan! Ja, ich glaube schon. Jonas, der Arm ist unglaublich. Denkt nur an die Belohnung, wenn wir ihn abgeben. Vergesst Rimtech. Habt ihr überhaupt eine Vorstellung, was uns Neuropa dafür geben würde? Damit hätten wir für immer ausgesorgt. Sollen wir Rimtech betrügen? Rimtech ist auch nur an Profit interessiert. Genau wie ich. Verdammt, Jonas! Hey, hör auf damit! Wir müssen hier weg! Jonas gelang es, dem Angriff von Milagro zu entkommen und er übergab den Arm an Neuropa. Schon bald danach hatte Neuropa einen deutlichen Vorsprung vor den anderen Corponations in der Nutzbarmachung der Hedoth-Technologie. Diego kehrte zurück, um nach Stefan zu suchen, aber die Überreste seines Combots waren verschwunden. Diego konnte nicht wissen, dass Stefan von Milagro geborgen worden war. Stefans Verstand und sein Körper wurden von Milagro umgeformt. Und er musste für sie arbeiten. So hatte die Entdeckung der Angeles-Brüder den totalen Krieg der Corponations untereinander ausgelöst. Dieser Bericht handelt von ihrem Kampf um den Besitz der Hedoth-Planeten.